Heute haben wir wieder extremst viel vor. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, aber ich glaube, heute werden wir die Hauptstrecke mit dem Bahnhof in Betrieb nehmen. Auch wenn der Bahnhof noch nicht da ist, die Technik können wir aber schon hinbauen. Wir haben die Train Signals, die Station können wir machen. Und mein jetziger Plan wäre noch erstmal loszulegen und hier hinten jetzt den Bahnhofsausgang zu machen, dass hier eine Strecke nach vorne geht. Diese wird zusammengeführt, also nach Norden, zusammengeführt mit dieser Ecke jetzt hier. Und dann hätten wir schon mal eine komplette Loop und perfekte Strecke mit Bahnhöfen hier drin, wo wir schon mal Zug 1 und Zug 2 reinfahren lassen können. Ich habe noch einen Termin später mit Joe und Klim, wo wir nochmal wegen Bahnhof quatschen. Ich weiß nicht, wann, wie und wo das wieder zustande kommt, ob es eine Episode ist oder nicht. Ich weiß nicht, was ich in der Zwischenzeit machen werde. Ich denke aber mal, ich würde hier die Strecke versuchen zu vervollständigen und noch einen zweiten Zug aufs Gleis schießen mit der Kanone. Denn es sollen ja zwei Züge sein, die hier rumfahren. Und dafür werde ich wieder einen Eimer voll Ressourcen mehr fahren müssen. Ja, moin. Gut, also wieder viel zu tun. Ich lege erstmal los. Ich habe schon mal so einen kleinen Streckenabschnitt wieder gemacht, dass wir einfach mal hier unseren Bohrer langfahren lassen können. Einmal geradeaus. Und ich würde sagen, hier hinten kommt dann einfach dieser Gleisdamm, einfach ganz normale Gleisbaumaschine hin. Dann knicken wir dann ab nach links. Ihr habt es bereits schon in vielen Videos gesehen. Ich weiß, wir müssen aber trotzdem unseren Gleisbauer einmal auspacken, denn das gehört dazu. Ich habe hier ein bisschen zu weit gebaut. Ich bin aus Ziel hinausgeschossen, aber ich habe halt einfach jetzt mal so geguckt, ne? Der Zug würde wahrscheinlich, glaube ich, hier so enden ungefähr. Das sind so die Zuglänge. Und ich bin auch überlegen, ob der Zug schon ein bisschen weiter vorne halt, ob diese Halle von den Zügen, ob die so symmetrisch ist. Also meinetwegen 20 Blöcke, zwei Chunks nach hier geht und zwei Chunks nach hier. Das wäre halt Best-Case-Scenario sozusagen. In die Lok muss man ja nicht einsteigen, wenn man reinfährt. Nur hinten so die Teile müssen. Da gucken wir einfach nochmal. Aber ja, ich denke mal, das wird von der kompletten Geschichte aus hinhauen. So, dann machen wir uns einen Gleisbauer. Den packen wir hier drauf. Lassen wir ganz kurz ein bisschen ruhig fahren wieder. Und natürlich wieder mit einem schönen Kart. Wir müssen so viele Ressourcen farmen für den zweiten. Ich sag's euch. So. Ah ja, gut. Ich sehe schon. Das hat nur begrenzt geklappt. Dann sehe ich das gleich noch händisch hin, weil das ist ja nicht so viel hier. Jo, aber der darf erstmal durch. Und wir müssen dann hier vielleicht auch noch ein bisschen weiter abtragen. Oder? Wie machen wir das denn? Soll ich nochmal daneben? Nein, 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 nein. Hier gibt es ja Ausfahrt. Das heißt, auf der Seite müsste ich auch nochmal ein paar Blöcke abtragen. Mit Händisch und mit Bohrer ist jetzt erstmal dahingestellt. Ich habe Fragen? Nein? Warum ist denn abgehauen? Ah, wahrscheinlich, weil hier Gravelbade irgendwie runtergeflubbert ist oder sowas. Egal, ich baue mal ein kleines bisschen und dann sehen wir uns gleich wieder, würde ich sagen. Spark, schau mal schnell. Der Zug kommt. Ja. Schranken gehen schon mal zu, das hat funktioniert. Zug fährt drüber und sobald der Zug drüber gefahren ist, das letzte Abteil drüber, jetzt sollten Schranken wieder aufgehen. Kann sogar noch ein bisschen schneller gehen. Okay. Okay, nee, ich war gerade am Überlegen. Ich wusste nicht, ob der irgendwie anhalten soll oder so, aber dann. Nee, die Schranken gehen ja runter, die Fußgänger müssen anhalten, so. Die Fußgänger müssen anhalten. Nicht nur die Fußgänger werden anhalten, sondern später alles, was hier auch fährt und sonstiges. Hier soll eine kleine Straßenbahn entstehen und dann sollen die auch anhalten. Wir können ja, dann quasi mit so Signalen arbeiten und so. Nee, für eine Sekunde habe ich gedacht, oh nein, mach doch, lass den hier nicht anhalten, weil dann wird sich die Umlaufzeit noch verlängern, weil der muss hier richtig weit fahren, aber der hält ja nicht an, der fährt ja durch, also von daher kein Problem. Wir können aber kurz warten. Ja, ich war gerade so dran, vorne das Bahnhofsnetz zu machen und wollte gucken, dass wir irgendwie hier dann langsam mal zwei Züge draufschmeißen, die auch richtig funktionieren. Ich habe das gesehen mit den Train-Signals, das ist eigentlich ein Witz. Da muss man entsprechenden Abständen mal einsetzen, damit das funktioniert. Da muss man natürlich viel machen. Da würde ich immer eins machen für die Südstrecke, Nordstrecke und so in regelmäßigen Abständen. Keine Ahnung, alle 100 Meter so ein Signal, damit das nicht zu lange dauert. Und damit es keine Kollision gibt, hält immer eine andere. Das ist ja recht selbsterklärend. Ja. So, da kommt der Zug. Schranken gehen zu. Zug fährt drüber. Und sobald er jetzt halt drüber gefahren ist, das erkennt nämlich der andere Dinger, der wartet quasi, bis er drüber gefahren ist. Und jetzt öffnen sie die Schranken und die öffnen sich auch schneller. So, da bin ich zufrieden. Ich glaube, ich würde eine Sache noch ergänzen. Die baue ich mal eben. Und dass wir ein bisschen hier Lärm haben und vielleicht auch noch irgendwie so eine Art Ding, Ding, Ding irgendwie. Also bei Schranken doch so, glaube ich, so eine Art Signal oder so, was dann, so ein Andreaskreuz, was da dann irgendwie blinkt. Ich habe da eine Idee, wie ich das machen kann. Kannst du noch Detail hinzufügen? Der Zug, der wird halt da nicht halten, der wird dann später durchfahren. Das war nur ein temporärer Stopp. Ja, auf jeden Fall. Das dachte ich mir. Aber wie willst du das eigentlich machen mit Spark? Oder? Wie willst du das eigentlich machen mit dem Bahnhof?
Der muss ja auch irgendwie ausfahren können, oder? Ja. Was hast du da vor? Oder wie machst du es? Hier vorne kommt er lang, dann fahren die Züge ein. Jeder Zug hat ein eigenes Bahngleis, also Zug 1 um am ersten Gleis, Zug 2 auf dem zweiten. Und die fahren dann hinten wieder raus, sozusagen. Und kommen dann drehen sie. Und kommen dann vorne zusammen, da an der, wo der eigentlich links abbiegt. Okay, sehr cool. Okay, top. Ja, nice. Also es wird sowas wie eine Einbahnstraße für einen Bahnhof. Jeder Zug kriegt ein Gleis, dann muss man da nicht viel machen. Die suchen sich einfach das aus, wo sie hin müssen und kriegen dann ihre Station zugewiesen in dem Fahrplan. Perfekt. Ich würde heute Abend auch tatsächlich mit Klim schon mal richtig loslegen, was die Main Station angeht. Ich würde dir sagen, hole ich dich einfach nachher nochmal dazu. Ich baue eben schnell den Bahnübergang fertig und dann... Klim hat mir ja schon gesagt, wo die Bahngleise sein sollen. Das wäre nämlich die Final dahingelegt und so. Und jetzt bin ich ja halt noch so ein bisschen am Gucken, dass ich halt den Rücklauf jetzt mache, dass sie wieder rausfahren können. So. Ja, top, super. Also mein Plan wäre, dass heute die Strecke läuft mit zwei Zügen. Nämlich den Nordzug und den Südzug. Hast du gesehen, wo schon überall Schienen hingegangen sind? Ich habe 4000 Meter Schienen verlegt, ne? Ja, nicht schlecht. Also Flocke ganz unten und Klüm ganz oben in der Ecke. Dann ist halt die Frage, wie lange die Teile überhaupt noch fahren. Gemutet. Hallo? Oh mein Gott. Wie lange war ich gemutet? So eine halbe Stunde. Halbe Stunde. Sehr, sehr, sehr krass. Und ich wollte eben kurz die Schranken fertigstellen und dann würde ich mich gleich nochmal kurz melden, wenn ich soweit bin. Und dann gucken wir vielleicht, dass wir heute sogar den Zug in dem Hauptbahnhof einfahren lassen können. Das wäre natürlich ziemlich cool, oder? Mach ruhig. Jo. Man hört sich. Hau rein. Jo. Ja, da ist ein Stündchen vergangen. Wir haben uns rangemacht. Einmal durchgebohrt hier vorne. Die Strecken, wie gesagt, von hier alle auch richtig verlegt. Hier hinten sammelt sich das zusammen. Und chat mal, das sieht hier ein bisschen falsch aus. Ist aber nicht falsch. Das ist der richtige Abstand hier, wie die Gleise zusammengehen. Aber das hat wahrscheinlich irgendwas mit Winkeln oder sowas zu tun. Aber der Abstand ist korrekt. Immer denselben. Und dann geht das hier in eine gemeinsame Strecke wieder überein. Und hier vorne habe ich auch wieder den gemacht, den ich an allen anderen Strecken auch hatte. Ich habe hier 25 Meter Abstand genommen für die Kurve. Ich habe jetzt natürlich hier schon lang gefahren, ups. Aber ich glaube, das kann dann einfach zum Gleis dazugehören oder sowas, dass wir auch hier eben nochmal richtig schön auffüllen mit Gravel und mit Cobblestone runter, dass wir halt hier jetzt die Area vergrößern. Dann ist das halt so, dass hier eine etwas größere Fläche ist. Und Kurve wurde geschafft, so sieht es aktuell aus. Einfahrt, Ausfahrt, passt. Dann direkt um die Ecke nach hier vorne, alles schon verlegt. Und jetzt heißt es mal wieder. Leute, die Schematic-Can muss ran, denn wir müssen jetzt irgendwie nach da vorne kommen. So weit, wie wir überhaupt gucken können, müssen wir schon wieder Brücke setzen. Einmal die komplette Render-Distance und wahrscheinlich noch viel weiter. Ja gut, sieht so aus, als würde ich das mit zwei Brückensegmenten, also zwei Vierer-Brückensegmenten, also acht Brückensegmenten insgesamt überbrücken können. Und da hinten kommt das dann zusammen. Ich bin sogar überlegen, ob wir nochmal ein bisschen, müssen wir ein bisschen gucken. Ich wollte die Kurve noch größer machen, die ist ja aktuell noch klein. Und da muss ich halt bei der Verkehrsführung gucken, wie es generell noch weitergeht. Für den Anfang machen wir erstmal das Zwei-System, die dritte Linie hoch zu Latwei, da muss ich schauen. Leute haben gesagt, wir können das vielleicht sogar hier hinten geradeaus machen. Also hätte ich nichts dagegen, aber ich weiß nicht, ob Farbe was dagegen hat, weil dem fahre ich komplett durch die Base. Also gucken wir mal. Meine Damen und Herren, wir fahren jetzt zum ersten Mal die fertige Strecke ein in den Bahnhof. So, Gleis 1 für den Spark Express. Klim war vorhin noch hier. Oh, wäre schön, wenn wir jetzt erschrocken hätten hier. Ich habe Klim vorhin hier gesehen. Witzig, wenn er sich erschrocken hätte. So, und wir stehen jetzt gerade hier so. Passt das so? Passt so eigentlich, oder? So müssen wir anfangen. Wenn ich die Station weiter verschieben will, dann muss ich einfach nur mal die Station vorne ändern. Die Train Station umschieben. So, dann geht's hier entlang. Geht's hier durch. Alles ist geladen, außer die Chunks. Ich weiß nicht, aktuell ist es aber ein bisschen laggy. Der Zug, der fährt so gequält so ein bisschen. Jetzt hier so, nicht anhalten, weiterfahren, danke. Okay, ja, der fährt ein bisschen gequält hier. Aber hier geht's lang, sollte alles richtig sein. Ja, fährt, jetzt wieder zurück. Leute, damit läuft die Strecke hier. Der Zug kann jetzt die große Strecke und durch den Bahnhof fahren. Wir halten den jetzt gleich hier vorne direkt mal an. Und ich nehme auch den Fahrplan wieder raus. Und ich schiebe den auf das Abstellgleis, damit wir jetzt den zweiten Zug machen. Weil die sollen ja entsprechend zugeordnet werden. Also innere Strecke passt jetzt perfekt. Bahnhof wird mitgenommen, kommt zurück. Ich baue jetzt den Zug zur Seite aufs Abstellgleis. Einen zweiten Zug schießen wir hin. Dann machen wir hier hinten eine Station bei Flocke. Und oben eine Station bei Klüm. Und dann gucken wir, wie die jetzt in Synergie fahren in dem Bahnnetz dann. Und wenn das alles klappt, dann habe ich fürs erste Mal den ersten großen Meilenstein auf jeden Fall erreicht. Ja, das ist der Plan. Also erstmal wieder irgendwie, wie nimmt man das nochmal? Genau, mit Rechtsklick einfach hier
auf den Zug klicken, bis Relocate angezeigt wird und dann zack, rübergeschoben. Ja, ich glaube, ich habe alles vorbereitet. Wir schießen einfach mal Place und Lok Nummer 2 baut sich soeben in 0,x hier auf. Sehr schön. Hätte ich gesagt, lass ein bisschen durchlaufen oder ich kann mich auch hier draufstellen. Jetzt baut er sich um mich rum auf. Immer her damit. Achso, oh, die Stairs hier unten sind ein bisschen falsch. Die platziere ich dann, wenn der Kleber auch fertig geschossen wurde und so. Ich glaube, das kommt dann noch. Weil das sah irgendwie nicht so ganz richtig aus hier. Die Stairs sind ein bisschen falsch. Die auch, die machen wir dann seitlich hier drauf. Und damit ist der Zug fertig. Ein Hoch auf den Videoschnitt. Hat wieder ein bisschen gedauert. Wir haben Stündchen ein bisschen gequatscht, ein bisschen Materialien gesammelt. Aber die zweite Anlage steht komplett. Es hat nochmal ein gespiegelter Zug, aber was soll's. Wir können die vielleicht irgendwann später nochmal anders darstellen, dass wir vielleicht bei der Lok oder so aus Eisen, nicht Kupfer hinnehmen, sondern aus Eisen mit anderen metallischen Glanz kriegen, damit man ein bisschen unterscheiden kann. Aber im Prinzip ist es egal, die Züge, die kann man unterscheiden, je nachdem an welchem Bahnhof sie im Hauptbahnhof halten oder an welchem Gleis sie halten. Die Südstrecke ist am unteren, die Nordstrecke ist Nordweststrecke ist in der mittleren und die Nordoststrecke wäre dann wahrscheinlich beim dritten oben so, ne? Das kommt dann noch, aber fürs erste, der Zug, man kann den Zug hier sehen. Aber den Zug sieht man nicht, weil der schon eine Entity ist. Ich habe die Fahrpläne gemacht. Ich habe Train Stations überall gesetzt. Wir haben ganz hier hinten jetzt eine Südweststrecke. Und auch wir haben hier eine Train Station im Bahnhof. Das ist dann die Südweststrecke Hauptbahnhof. Und oben dann Nordweststrecke, Nordweststrecke Hauptbahnhof. Und mein Bahnhof soll auch der Zug, der von oben kommt, ebenfalls anhalten. Der Südzug, der geht einfach direkt hier lang und fährt zum Spawn. Der fährt nicht in meiner Base vorbei. Der Zug, der vom Norden kommt, der fährt aber bei mir vorbei. Und ich habe das hier schon eingetragen. Wir können jetzt mal gucken, welche Strecke sollen wir mal zuerst fahren? Die Südweststrecke am Hauptbahnhof. Aber soll einfach dann, wisst ihr was, wir sagen auch mal 10 Sekunden darf der am Hauptbahnhof halten. Ein bisschen länger. Oder sagen wir mal 20 Sekunden. Darf 20 Sekunden am Hauptbahnhof halten. Und bei der Südweststrecke ist ja nur zum Wenden gedacht. Hier, ja, also ich bin dran. Assemble Train. Das ist übrigens neu. Open Left Doors, Open Right Doors, da kann man nochmal einstellen, wo sich die Türen öffnen sollen. Das ist aber erst neu mit dem Update gekommen. Ich weiß nicht, durch welche Mod oder so. Ist ganz weird. So, und dann gehe ich mal hier rein und ja, hallo. Dann fahr doch mal ein Stückchen. Witzigerweise kann ich hier... Wir fahren jetzt mal die Südstrecke, Leute. Es ist soweit. Ja, ich habe alles abgehakt und ich nehme euch jetzt direkt mit für die Premiere der Reise. Und wenn der Zug fährt, heißt das übrigens, dass er eine Strecke gefunden hat. Es ist Premiere, das erste Mal, wie die Südstrecke jetzt befahren. Dann gucken wir uns doch alles nochmal an. Da unten ist Blizzor beispielsweise an der Seite. Da müsste er dann hier hoch irgendwie was machen, um dann hier seinen Bahnhof oder Anbindung zu kriegen. Dann geht's hier drüber. Hier vorne hatten wir was, Kenji, glaube ich. Ja. Rechts wäre Frozenor irgendwo. Da vorne ist nochmal Justnor an der Seite. Der muss halt, müssen eine Substrecke dann, die müssen alle Substrecken machen zur Hauptlinie und sich anbinden, weil es ansonsten too much ist. So, hier muss ich gleich nochmal gucken, hier müssen wir irgendwann nochmal die Bäume wegrasieren und so, so ein paar Detailsachen. Steht hier eigentlich noch irgendwas an der Seite? Ne, sah noch krasser aus. Geht's weiter, weiter. Tschutschut, der Zug fährt in Flockes. Also das ist Flockes Bahnhof oder in die Nähe zumindest. Ey, das Skelett will auch noch einsteigen. Als ob mich das trifft. So, geht's hier durch. Hier wohnt Flocke. Flocke ist ganz hier unten, wie ihr sehen könnt. Und dann geht's auch schon wieder zurück. Wir könnten mal, übrigens, wenn wir jetzt getestet haben, dass es erstmals überhaupt geht, könnten wir nochmal hingehen und gucken, dass wir die Zeit messen, wie lang so eine Umlaufdauer ist. Oder aber, ich weiß nicht, wie das genau geht, mit diesen Anzeigen, mit diesen Röhren, mit diesen Nixie-Tubes, kann man... Oh, da war ein Creeper mal. Mit diesen Nixie-Tubes kann man ja auch sich die Zeit anzeigen lassen, wann ein Zug einfährt. Dann muss ich das gar nicht mal zählen. Ich werde noch mal anschauen, wie das genau funktioniert, dass ich am Bahnhof vielleicht irgendwie mal was, so eine Anzeigetafel mache, Zug kommt in so und so vielen Minuten. Schon wieder was überfahren. Ey, das ist meine Mob-Farm. Ich setze mich einfach AFK in den Zug rein. Der befährt ständig Mobs und ich sammle die ein. Ich habe, guck mal, ich habe Spinnweben irgendwie eingesammelt gehabt. So, jetzt müssen wir mal gucken. Jetzt fährt er oben lang. Nach draußen, da die Strecke halt gerade frei ist, kein Zug in der Nähe ist, kann er immer einmal drei perfekte durchfahren. Wunderbar. Und dann fahren wir jetzt auch in den Bahnhof rein und dann wieder zurück. Und dann an meinem Bahnhof steigen wir wieder aus, hätte ich gesagt.
Aber die Bahn, Leute, das wird echt geil hier, glaube ich. Es wird wirklich geil. Ich habe eingestellt, dass er 20 Sekunden warten soll. Vielleicht hätte ich ein bisschen verschnellern können, aber... Naja, aber ich muss ja nicht verschnellern. Ich kann ja hingehen und sagen, ey, geh mal ganz kurz her. Südweststrecke HBF, mache ich einfach weiter, skip current stop. Jetzt muss ich wieder zur Südweststrecke, so, dann fährt er auch direkt wieder los, ne? So ist er nicht. Dann muss ich jetzt nicht so lange warten. Vielleicht hat es genauso lange gedauert, kann natürlich auch sein. Hätte ich einfach 20 Sekunden abwarten sollen. So, dann fährt er hier runter. Und während der jetzt an meinem Bahnhof vorbeifährt... Ach, stopp, ja, das muss ich ändern. Ja, ja, ja. Ich mache auch hier eine Haltestelle für meinen Bahnhof. Ja. Oder? Nein. Nein, mache ich nicht. In meinem Bahnhof mache ich... Ich bin die ganze Zeit überlegen, Leute. Aber in meinem Bahnhof mache ich keine Strecke, weil dann muss ich immer zur Südstrecke gehen. Aber dann nehme ich einfach immer nur den Nordzug. Der Nordzug fährt die Südstrecke ja dann gar nicht lang. So eine Sache ist das. Okay, ja, lassen Sie mich raus. Ich muss ja mal ganz kurz. Und ich habe die Tür auch wieder zugekriegt. Sehr schön. Da bin ich wieder zu Hause. Der darf jetzt hier durchfahren. Jetzt machen wir das nächste. Get ready. So, kann ich jetzt hier den Zug einmal anwählen? So, und dann. Ich glaube, ich muss ihn jetzt einmal drehen. Der kriegt jetzt die Nordkarte. So. Das hat hingehauen. So, wenn der andere unterwegs ist, schicke ich den zweiten Zug auf derselben Strecke. Und wenn alles richtig geklappt hat, werden die niemals kollidieren. Es wäre ganz schön, wenn sie niemals kollidieren. Hier mache ich auch mal ganz kurz Spark, HBF. Machen wir mal... Nordweststrecke hier. Können wir mal... Das war am Bahnhof. Können wir eintragen. Rein da. So, der sollte jetzt eine andere Strecke fahren. Und die fahren jetzt beide auf dem gleichen Netz. Zumindest, teilen sie sich halt hier jetzt ein Netz. Der ist wahrscheinlich, oh, Südzug ist wahrscheinlich jetzt irgendwo hier oder so unterwegs und der Nordzug, der düst jetzt hier durch. Also, hier starten wir halt erst mit dem Bahnhofteil und nicht mit dem Streckenteil, weil das jetzt andersrum läuft, ne? Die sollten nicht, fährt jetzt ein anderes Gleis rein? Ja, macht der. Leute, ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert. Dann wird er hier rein düsen. Hier hält er, glaube ich, nur ganz kurz. Oder ich habe 10 Sekunden eingestellt. Lassen wir ganz kurz 10 Sekunden hier warten. Kann man ein- und aussteigen halt hier wahrscheinlich dann, ne, aufs Bahngleis. Dies, das. Dann dauert es nicht allzu lang. Dann schließen sich die Türen wieder. Ja. Und dann geht's weiter. So, und hier vorne die Weiche, die funktioniert. Wir fahren auf die Strecke raus. Oh, das sieht gut aus, Leute. Sieht echt gut aus. Also, das sieht ja noch nicht gut aus mit den Schienen, aber... So prinzipiell, die Kurven sich mehr so streng und so eng. Ich habe die auch hier nochmal groß geweitet, wie ihr sehen könnt. Das Teil müsste jetzt rechts abbiegen. Leute, allein weil das Ding losfährt, heißt das ja, dass es schon geklappt hat. Weil wenn der die Strecke nicht finden würde, würde er es gar nicht losfahren. Ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert. Er macht's, er fährt die Nordstrecke. Er fährt einfach die Nordstrecke, dann wird er oben hoffentlich wenden, wieder zurückfahren. Das testen wir jetzt auch. Wir folgen einfach mal die Strecke. So, wenn hier drüben Tieranbahn oder eine Strecke haben will, dann müssen wir hier so zur Seite wegfädeln, Bahnhof machen, dann wieder auf die Hauptstrecke drauffädeln. Das ist wohl machbar. Das müssen die Leute selbst bauen. Ich werde nicht bei jedem das Ding machen. Das geht nicht. Das ist... Funktioniert nicht. Oder sie bauen den Bahnhof direkt an die Strecke. Können sie auch. Also entweder direkt an die Strecke bauen oder wenn etwas entfernt ist, Subnetz dran machen. Aber hier wäre sozusagen der Punkt. So, dann gehen wir das Dorf durch. Tut. Das ist wegrasiert. Dann fahren wir bei Seebuch vorbei. Rechts oben wäre Carster, ne? Der wollte aber wahrscheinlich eine Substrecke noch haben. Dann haben wir hier irgendwo da hätten wir Sebo. Fährt sie auch nochmal weiter. Ja, dann sind wir beim Sumpf angekommen. Der ist recht schnell, Leute. Der ist schnell. Ist chillig. Tschut, hier hinten kann Klüm dann seine Strecke machen. Da hinten ist irgendwo dann der Pumuckl. Ja, angehalten. Und er macht jetzt die Schlaufe und fährt zurück. Und bei meiner Base hält er dann an und ich kann wieder aussteigen. Leute, es fahren jetzt offiziell 2 Züge auf dem Netz. Und es wäre jetzt äußerst interessant, wenn ich zurückkomme, ob der irgendwo anhält, weil der andere Zug gerade irgendwo auf der Strecke ist. Es gibt noch ein paar Sachen, die müssen wir optimieren, eventuell. Wir müssen weitere Streckenabschnitte machen, also weitere Train-Signals, einfach in kleineren, alle 100 Meter oder sowas, weißt du, damit der Zug halt nicht stehen bleibt. Dann muss der andere erstmal über die halbe Karte fahren, damit der den Streckennetzabschnitt betreten kann, sozusagen. Soweit war ich noch nicht. Ich hatte keine Train-Signals mehr. Ich werde die einfach ein bisschen kleiner unterstückeln beim Hauptkreis, so.
Und er fährt jetzt genau dieselbe Strecke, wie er hingefahren ist, wieder zurück, weil er hinten wenden konnte. Leute, die Züge, die funktionieren so gut. Create 2 war ein absoluter Albtraum mit diesen Zügen. Das ist nichts. Das ist absolut nichts gegen das, was wir jetzt hier haben in Create. Wirklich, die alten Züge waren so eine Katastrophe. Das ist so gut hier einfach gerade, ja. Funktioniert. Leute, wir haben jetzt endlich ein Netz. Oh, ich glaube, da habe ich einen Vogel überfahren. Wir haben jetzt endlich ein Netz geschaffen, welches perfekt funktioniert. Was will ich mehr? So, dann fahren wir mal in den Bahnhof rein. Ich kann gleich aussteigen. So, dann müssen wir mal gucken. Ich wollte irgendwie das noch so machen, dass man hier besser rauslaufen kann und so. Aber da gucken wir nochmal im Detail. Ja, ne, der fährt los. Ja, wo ist denn der andere Zug? Das ist halt jetzt die andere Frage noch. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht, wo der ist. Ich wollte mal kurz drüber gucken. Es wäre irgendwie schön, wenn die so parallel beide im Bahnhof sind oder so. Aber es kann sein, dass er schon längst wieder weitergefahren ist und oder auf dem Weg jetzt hier durch den Tunnel war, wieder nach Süden oder so. Die Nordstrecke ist länger als die Südstrecke. Das heißt, der Südzug müsste seine Runde eigentlich gemacht haben. Vielleicht ist er schon wieder in den Süden reingefahren. So, das kann halt auch sein. Tschut, ach, ich bin gerade im Bahnhof. Zug kommt rein auf Gleis 2. Ja, alles klar, ist die Nordstrecke. Da kann man ja da mal reingehen und sowas. So, wie der Zug gerade hält, ist, denke ich mal, auch ganz okay. Hier kommt man dann so hoch. Hier vorne wäre dann einerseits Güter und Dings. Das müsste hinhauen. So, und fährt er wieder weiter. Ich weiß nicht. Ich kann vielleicht ein bisschen hier chillen, gucken, was ankommt. Aber würde ich sagen, machen wir ganz in Ruhe. Leute, wir haben wieder extrem viel geschafft. Es war mir eine Freude. Hat super Spaß gemacht. Wir haben die Zugstrecke offiziell in Betrieb genommen. Sogar mit 2 verschiedenen Zügen, die jetzt nicht miteinander kollidieren können, weil wir die Streckensteuerung perfekt eingestellt haben. Das war in der letzten Episode. Es passiert einfach viel. Mal gucken, wo es noch hingeht. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis in das Gachen. Ciao, ciao.